Hey Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Part von Final Fantasy 15. Wir sind gerade auf dem Weg zu Hammerhead, also nach Hammerhead, weil Insomnia angegriffen worden ist und der König getötet worden ist. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Und deshalb müssen wir uns treffen mit dem Chor, dem General. Und der wird uns gleich alles weitere erklären. Hey. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter für eine Spritztour, was? Fürwahr. Wo ist Chor? Er ist die Lage sondieren. Aber Großvater möchte mit euch reden. Gut. Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. Okay. Der alte Mann hat sich Sorgen um uns gemacht. Eine Phönixfeder. Die Niffen hat uns auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Chor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her. Okay, gut. Und dann auch irgendwas zu finden, war ja noch was, oder nicht? Ja, da, siehst du? Einen Supertrank. Wir haben hier ein Pokémon. Ja, jetzt müssen wir erstmal kurz weiter. Wo müssen wir jetzt hin? 10 Meter. Wir sind doch hier. Wir sind doch richtig. Sollen wir irgendwas aufheben oder sowas? Nee. Hey, wir haben doch. Sich verarschen. Wir haben doch mit ihm geredet. Ich habe eine Nachricht von Chor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab liegt nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Okay. Was ist noch hier, Aufgabe? Was habt ihr denn da Seltsames? Meinst du das hier? Das haben wir nach einem Kampf mit Imperialen gefunden. Eine insomnische Waffe? Wenn ich euch die etwas modifiziere, dann haut sie mehr rein. Modifi was? Modifizieren. Ah ja. Jetzt, wo Sydney sich um die Werkstatt kümmert, habe ich ja nicht viel zu tun. Die Einzelteile dafür müsst ihr aber auftreiben. Okay. Jetzt halt später bringen. Warte mal, was machen wir jetzt noch am besten? Bei meinem Auto würde ich erstmal sagen. Automatisches Fahren, wir müssen nur erzählen, wir müssen noch da oben. Das bringt uns alles nichts. Bitte lasst uns nicht laufen. Ja, ich Jäger sieht und das hört sich sehr gut an. Das hört sich sehr gut an, Leute. Ich würde schon eine Kette selber fahren, das wäre viel einfacher und das würde viel schneller gehen. Das finde ich ein bisschen doof bei dem Spiel. Aber diese Grafik. Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Wir müssen uns selbst überzeugen. In der Tat. Fragt sich nur wann.
Ich fass nicht, dass der Kristall weg ist. Die haben sich alles gekrallt. Und wir holen's zurück. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Hoffen wir mal, ne? Hoffen wir mal. 1 Kilometer. So. Ne, ich darf Musik nicht anmachen wegen Copyright und so, ne? Ihr wisst ja, kennt ihr ja. Ich will selber fahren, Mensch. Ist doch nicht mehr so weit jetzt, aber trotzdem. Ich will selber fahren. Gleich da, gleich sind wir da auf jeden Fall, Leute. So, da geht's, da sieht man's schon. Die Sonne geht bald unter. Nockt. Allmählich sollten wir überlegen, wo wir übernachten wollen. Gute Idee. So. Müssen wir erstmal Informationen sammeln in der Jägersiedlung? So. Hier haben wir den Parkplatz. Aber ich finde, das spielt echt ein schönes Ambiente. Das Einzige, was mich echt nervt, ist, sind diese langen Fahrten, die man sich nicht mal überspringen kann. Ob das die Siedlung ist, die Sid meinte? Oder sonst irgendwas machen kann, sozusagen. Das ist halt das ist immer langwierig und das ist ein bisschen nervig. Schrammen und Rost. Na, großartig. Prinz Noctis, ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Monika, wo sind die anderen? Viele von uns sind in Insomnia gefallen. Wir haben alles getan, um Iris zur Flucht zu verhelfen. Dustin gibt ihr Geleitschutz. Sicher sind sie mittlerweile in Lestalum angekommen. Vielen Dank, dass ihr ihr geholfen habt. Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Okay, super. Nehmen wir noch so viele Nebenmissionen wie möglich an hier. Wurden als Zeichen der Trauer landesweit Seelblüten aus Tenebrae aufgestellt. In Scharen strömen die Trauernden nach... Ich bin... Vom Blute der Kanagi. Wie meine Mutter werde ich alles tun. Ach, den kennen wir doch. So trifft man sich wieder. Dave. In der Gegend unterwegs? Falls ihr Erkennungsmarken findet, dann bringt sie mir doch ja, bitte. Ja klar, wenn wir hier finden, machen wir das. Aber erstmal. Was ist es da? Anhör. Ein normaler Jäger war das nicht. Ach so. Wir müssen da hinten hin. Aber wie können wir denn am besten hin? Karte? Königsgrab, da gehen wir persönlich hin. Mal gucken, ob wir auf irgendwelche Gegner treffen. Wo hab ich eigentlich die Taschen? Achso, am Rock, okay. Was ist das denn? Scheint irgendwie nie eine Pause zu machen. Grünen von Kay. Ja, erst Insomnia, dann Hammerhead, dann das Königsgrab. Man sollte ihn Chor den Rastlosen nennen. Steht hier? Achtung, wilde Bestien, Gebiet nur in Begleitung eines Jägers betreten. Okay. Wäre aber nicht so cool wie der Unsterbliche. Der Name. Kurz mal auf der Karte gucken. Okay. Gut, wir sind auf dem richtigen Weg. Auch wie er es aus Insomnia geschafft hat. Ach, der hat einfach nur Glück. Hier sind also böse Viecher. Das hat nichts mit Glück zu tun. Du denkst doch nicht im Ernst, er hätte all seine Kämpfe nur durch Zufall überlebt. Wo sind die bösen Viecher, hä? Wo seid ihr? Ihr bösen, bösen. Warte mal. Der hat abbiegen müssen. Ich hätte gerade abbiegen müssen. Ja, hätte ich. Na, das war doch doof. Aber mal kurz zurück. Und geh jetzt hier rechts rein. Aufgepasst. Ist das lästig? Klappe zu, Monster-Tor! Ja.
Dich habe ich, Mister. Vorwärts. Jo. Dich habe ich. Was sollen wir überhaupt an einem Grab? Es hat sicher etwas mit dem Vermächtnis der Luzis zu tun. Wir werden es bald rausfinden. So, dann wären wir auch am Grab. Nach einem kleinen Zwischenfall. Ne? Wir sind da. Das ist also das Königsgrab. Scheint, als wäre der General drin. Gehen wir mal rein, würde ich sagen. General? Ihr habt hergefunden. Gut. Und jetzt? Was soll ich an einem alten Grab? Schön die Schwert. Kraft deiner Ahnen holen. Sie liegt in den Königswaffen. Die Waffen sind dein Erbe. Dein Erbe. Als neuer König. Als König wovon denn bitte? Dies ist weder Zeit noch Ort für kindische Rebellion. Ein König muss sein Volk schützen. So wie mein Vater es tat. Wie viele starben? Nur damit sein eigener Sohn leben konnte. Noctis, Regis hat getan, was er tun musste. Um sein Volk, dein Volk, zu retten. Mein Volk? Warum hat er mir dann nichts gesagt, verdammt? Er hat mich mit einem Lächeln verabschiedet! Ich war... völlig ahnungslos. Er war mehr als nur ein König. An jenem Tag wollte er einfach nur dein Vater sein. Er wusste, dass sein Erbe, dass du die richtigen Entscheidungen treffen würdest. Hoffentlich hat er sich da nicht getäuscht. Also sind wir jetzt der neue König. Läuft. Okay. Das Schicksal der Luzis liegt in deinen Händen. Okay. Okay, cool. Haben wir also die Königswaffe. Aber die Königswaffen sind mystische Waffen, in denen geheime Kräfte der alten Könige von Luzis verborgen sind. Sie können nur von Noctis eingesetzt werden und der Einsatz zehrt an seiner Lebenskraft. Sie sind sehr mächtig, doch Noctis läuft schnell Gefahr, in den kritischen Zustand zu wechseln. Es empfiehlt sich daher, stets ausreichende Medikamente zum Heilen von LP zur Hand zu haben. Um die verlorene LP auszugleichen mit den Königswaffen, sind außerdem keine Kombos möglich. Okay. Dann muss ich kurz gucken. Ausrüstung. Noctis. Königswaffen. Okay, dann gehen wir jetzt wieder raus, würde ich sagen. War nicht der Plan eigentlich. Du musst noch mal mit ihm reden. Gut. Noctis, du wirst dich mit deinen Freunden auf die Suche nach der Kraft der Könige machen. Nicht allzu weit von hier liegt noch ein Königsgrab verborgen. Noch immer sind viele Gräber erhalten. Der Weg zu ihnen ist jedoch äußerst gefährlich. Daher werde ich euch eine Weile begleiten. Ich muss mich erst davon überzeugen, dass ihr auch alleine klarkommt. Wie viele Königswaffen gibt es denn insgesamt? Es gibt 13 luzische Königsgräber, in denen Waffen verborgen sind. Leider sind uns nicht alle Positionen bekannt. Die Meldatio-Jäger sind bereits damit beschäftigt, die verschollenen Gräber ausfindig zu machen. Aha. Wir sollen jetzt wohin? Zur Kika-Trick-Schanze. Tief in der Ruine wurde ein Königsgräber gefunden. Ich bin so General, Sie kämpfen immer noch so gut wie früher. Schön wär's.
Also man merkt ja, die machen echt schon gut Schaden, die Königswaffen. Definitiv. Ich habe nicht viel wirklich verloren. Ich habe dafür nur 570 über. Also eigentlich geht das wohl. Schwert ist. Ach, da sind wieder die Schiffe. Was ist denn das für ein Zeichen jetzt? Das ist wahrscheinlich zu, ne? Ja. Vor langer Zeit war dies der Schauplatz heftiger Gefechte mit dem Imperium. Oh. Später wurde dieser Ort verlassen und die imperiale Armee begann ihn für ihre Zwecke zu nutzen. Ja, und da sind ganz viele Imperium-Dinger. Sind ganz viele Roboter. Nein, wie gesagt, ein Kinderspiel. Wie sollen wir denn da durchkommen? Entweder konfrontieren wir sie direkt oder wir schleichen sie herum. Das ist ja richtig hart. Jetzt ein Roboter. Alles Maschinen, unnötig. Ich bin am Verhungern. Nachher eine kleine Pause. Auf jeden Fall. Warte mal ganz kurz, muss ich kurz so richtig hinsetzen. Gott. Ich rutsche auf meinen Stuhl immer nach unten, das ist voll bescheuert. Wie sieht's da drüben? Habe ich irgendwas zum Heilen? Inventar. Okay, aber wie setze ich denn meine Sachen ein? Wie setze ich die Sachen denn ein, bitte? Frage ich mich gerade. Aus. Einstellungen. Tastatur. Maus. Wie kann ich mich denn heilen? T. Okay. Suchen wir es mal mit T. Ah ja, mit T, super. Zur Sorge. So, dankeschön. Das wollte ich ganz gut machen. Ja, komm. Beeindruckt macht. In your face. Alles heil, mein Lieber. Danke. Alles im grünen Bereich. Ach, man kann das sogar selber. Nice. Okay, nice. Kann ich wieder absteigen? Ja, Gott sei Dank schon. So, dann gehen wir mal weiter. Hier sind aber bestimmt noch mehr Gegner, denke ich mal. Ein Magitech-Mech. Gefährlich? Dieses Modell stellt eine mittlere bis gemäßigt starke. Soll heißen? Gefährlich. Kor, wenn wir den besiegen, vertraust du uns dann? Du meinst also, ihr schafft das. Das will ich sehen. Ja, dann ist das eben so. Dann würde ich mit dem mal greifen, würde ich sagen. Wo ist denn der Penis? Da hinten. Dann holen wir uns den. Mal schauen. Gladio.
Oh, der macht so gut Schaden. Oh, was? Wir gehen doch gleich hoch. Ja, oh, verdammt. Heiltrank, Noctis. Eine Statue, die den ersten König von Lutzes darstellt. Eine vertraute Kraft geht von ihr aus. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Was ist denn hier? Was ist denn das? Was ist das? Aufheben. Super Elixier, das ist gut. Und da hinten ist auch nochmal was. Haben wir hier? Bioblaster. Okay. Haben wir hier noch irgendwas zum Aufheben? Irgendwo? Warte mal. Hier, irgendwo? Wo ist denn das? Da. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Regenbogenstaub. Nice. Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg und gehen da jetzt wieder rein. Ich glaube, weiß nicht, warum jetzt komplett der Balken da unten fehlt. Ich weiß es nicht. Ich denke, ihr die kommt jetzt erst allein klar. Nehmt diesen Schlüssel hier. Eröffnet die anderen Königsgräber. Verlasst euch aufeinander. Eure ganze Stärke bringt euch nichts, wenn ihr nicht zusammenhaltet. Das ist richtig. Und was machst du jetzt, Kor? Ich werde die Niffen weiter beobachten und unseren nächsten Zug planen. Macht euch keine Gedanken. Ich komme zurecht. Vorhang auf. Okay. Okay. Sei vorsichtig. Los geht's. Seht euch vor. Hey, seht mal. Eine Tür. Was für ein seltsamer Ort. Sieht aus, als hätte hier jemand gewohnt. In diesem Loch? Vielleicht mussten sie vor etwas hierhin fliehen. Arme Schlucker. Was meint ihr? Sind die immer noch hier? Ich denke ja. Was ist das für ein Kabel? Es führt hier rüber. Die Decke ist mir nicht geheuer. Sieht ziemlich mitgenommen aus. Ob das hält? Machen wir was? Ein Generator? Sieht so aus. Ob der... Ha! Läuft! Oh, und es ward Licht. Wurde aber auch Zeit. Gut. Laufen wir mal weiter. Ups, was war das? Fieses Geräusch. Was? Zu atmosphärisch für dich. Guck mal, was hier ist. Ist nichts weiter. Dann haben wir hier. Oh. Was war das? Die Decke. Ich will hier nicht sterben. Also machen wir es kurz. Ja, gehen wir hier lang. Irgendwas wartet auf uns hinter der nächsten Ecke. Ich hab's im Gefühl. Du hast bloß Schiss. So, kannst du mir auch gut vorstellen. Was war das? Was? Weißt du was? Fehlanzeige. Fest verschloppt. Mann, bist du stur. Die ist zu. Hallo. Ist hier? Oh, nee. Hier ist auch abgeschlossen. Die Richtung wirkt jedenfalls vielversprechend. Finde ich auch. Vertraut uns nicht so. Wollt ihr nicht nachschauen? Von mir aus müssen wir nicht. Also bleiben lassen? Nein, wir gucken uns alles an. Ich guck mir alles an. Hier geht's nicht weiter. Doch, geht es da. Was zur Hölle? Stromausfall? Nein. Jetzt leg ich los. Übernimm dich bloß nicht. Ich
plötzlich, ob der Generator den Geist aufgegeben hat? Lässt sich jetzt auch nicht ändern. Los, weiter. Ich denke nicht, dass er den Geist aufgegeben hat. Denk mal, die kleinen Vieh haben was damit zu tun. Die Mistratten. Hä? Gehen wir auch durch, ne? Hoffen wir easy durch hier. Also ich auf jeden Fall. Der Große dürfte was ein bisschen Probleme kriegen, weil er ein bisschen breiter ist. Oh, der geht auch. Guck mal, noch ein Generator. Ach, ich spür jetzt den Mist ab. Was ist jetzt? Nein, danke doch. Kein Ding. Ich werde so viel Level-Abstieg kriegen, wenn ich hier raus bin. Suchen wir einen anderen Weg, Noct. Geht ja nicht anders, ne? Ich gehe da jetzt noch nicht rein. Ich muss noch mitnehmen. Haben wir ein Elixier. Mal kurz gucken, was wir im Inventar haben. Nee, warte mal. Das wollte ich nicht. Inventar. Was haben wir denn da eigentlich drin? Können wir auch diese leeren grauen Balken wieder wegmachen? Eine heilende Wirkung. Entfaltet halt LP und MP vollständig. Okay. Dann machen wir das. Ah, dann nehmen wir das Elixier, warte mal. So, T. Ich hoffe, das funktioniert. Elixier, Noctis. Nee. Halt nicht meine Lebenspunkte. Belastend. Allheil. Okay. Ja, funktioniert wohl anscheinend nicht. Keine Ahnung. Schade. Wartet! Habt ihr das gehört? Ich hab grad gar nichts gehört, mein Lieber. Okay. Hier eine Tür, die man nicht aufmachen kann. Dann gehen wir jetzt hier durch. Oh, das sieht gut aus. Auf eine schlechte Art. Seht euch besser vor. Ja. Auto-Armbrust, okay, nice. Wie aufmachen? Jupp, natürlich. Wir sind bestimmt auch Gegner wieder, ne? Raus. Wie sollen wir vorgehen? Oh. Wir machen sie platt. Oh, was ist das? Das ist nicht mal eine Spinne. Eine Arschspinne. What's the... Okay. Also halb Spinne, halb Befreiung, oder was? Oh fuck, warte mal. Mach mal kurz einen Heiltrank auf Noctis. Okay, warte mal. So, wieder ein Heiltrank auf Noctis. Alter, was ist das denn für ein Kick? Und nochmal ein Heiltrank. Ein super Trank, ne? Macht das. Hey, ist alles okay? Ich komm klar. Okay, komm. Jetzt mit die große Waffe. So, das war's für die Schuhe. Sauber.
ist das auch für ein Vieh, Alter? WTF? Was ist das für ein Monster? Was ist hier eigentlich? Ja. Da ist noch was. Was ist mir mit? Lasersensor, okay, nice. Er steht doch nicht im Weg rum, Mensch. So, jetzt machen wir es aber auf dem Weg. Warte mal, hier geht auch noch was. Nochmal ein Elixier. Okay, wir sind schon bei einer halben Stunde, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut, Leute. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, ne? Haut rein, Leute. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und lasst doch ein Like da. Würde mich mega freuen. Haut rein, Leute. Ciao.